Im heutigen Video geht es um diese drei Buttons. Das ist nicht wirklich kompliziert und auch kein wirkliches Video wert, wenn man mal ehrlich ist. Allerdings müssen wir sagen, wir können diese drei Buttons verbessern, indem wir daraus einen Button machen, der richtig cool ist. Und wie der aussieht, zeige ich euch jetzt. Dieser eine Button, den ihr jetzt seht, hat dieselbe Funktionalität wie die drei Button vorher. Wenn ich mit der Maus hier rüber gehe, sehen wir unsere kompletten Auswahlmethoden, zum Beispiel Like, Dislike oder Favorite. Grundsätzlich nicht wirklich kompliziert, wenn ich es wieder verlasse, blendet unser Button sich wieder aus, aber dieser Button hat zwei coole Tricks. Und zwar einmal, wenn ich zum Beispiel Dislike auswähle und runtergehe, dann sehen wir, dass der Dislike-Button im Fokus ist. Dasselbe gilt natürlich auch für den Like-Button oder für den Favoriten-Button. Also das funktioniert wunderbar. Dazu kommt, dass vor allem in Enterprise-Anwendungen Tastaturbedienbarkeit sehr wichtig ist. Und das bedeutet, unser Button, den ich hier gebaut habe, ist vollständig tastaturbedienbar. Ohne große Komplikation können wir den einfach mit unserem Tab steuern und natürlich auch dementsprechend selektieren und auswählen. Das Ganze ist richtig cool, richtig einfach. Und wie es genau funktioniert und wie ihr es in euer Projekt einbauen könnt, seht ihr in den nächsten Minuten. Also auf geht's! So wie in jedem meiner Videos legen wir als erstes los mit der Erklärung meines Setups. Hier seht ihr Visual Studio Code mit meiner Standardentwicklungsumgebung. Wie immer findet es sich ein Link unten in der Videobeschreibung, wo ich das alles erkläre. Ansonsten hier in der Seite sehen wir Chrome und wenn ihr Fragen oder Probleme habt, findet ihr in der Videobeschreibung auch einen Link zu unserer Discord-Community. Dort könnt ihr einfach Fragen stellen oder mal Hallo sagen. Ansonsten ja, legen wir jetzt auch schon los. Ich habe nichts vorbereitet und das erste, was wir machen müssen, wenn wir so einen Button bauen, ist erstmal ein bisschen HTML-Code zu definieren. So und los geht's. Das erste, was wir in unserem HTML-Gerüst brauchen, ist natürlich ein Button, aber nicht nur einen, sondern in unserem Fall drei, weil wir haben ja drei unterschiedliche Funktionen. Als nächstes kriegt jeder unserer Button eine eigene Klasse. Thumbs up, Thumbs down und Heart. Diese drei Klassen werden später benutzt, um diese Button besser identifizieren zu können. Außerdem bekommt jeder Button jetzt noch ein Bild. In meinem Fall verweise ich hier direkt auf assets.codepen, weil ich das ja quasi auch dort hoste und dort eine Demo bereitstelle. Außerdem wollen wir natürlich einen alternativen Titel vergeben und sagen dazu, dass es für Aria, also für Screenreader, nicht lesbar ist. Also wir sagen, dass es versteckt ist. Das bedeutet aber gleichermaßen, dass jeder unserer Buttons noch ein weiteres Attribut braucht. Und zwar fügen wir jedem unserer Buttons jetzt noch ein Aria-Label-Attribut hinzu, wo wir einfach den Button beschreiben, um den Funktionsumfang für Screenreader-Nutzer besser zu erklären. Wir sind theoretisch jetzt schon fast am Ende, allerdings wollen wir unsere Buttons später in einem Button verstecken und das bedeutet, unsere Buttons brauchen noch ein Parent-Element. Deswegen wrappen wir jetzt unsere Buttons noch in einer Div-Box mit der Klasse LikeButton und in dem Moment haben wir auch schon alles, was wir brauchen, um jetzt damit anzufangen, unseren Button zu gestalten. So, dann legen wir mal los mit dem Stylen unserer drei Buttons. Das erste, was wir hier machen, ist, wir sprechen diese Buttons an. Das machen wir über die Definierung unserer Klasse LikeButton und definieren jetzt unser Button-Element, das wir stylen wollen. Als erstes definiere ich hier einfach mal eine Hintergrundfarbe und eine Border None. Damit entfernen wir die Standard-Border und erzeugen eine wirkliche Hintergrundfarbe. Außerdem wollen wir einen Innenabstand, damit wir einfach ein bisschen Platz haben und Weißraum innerhalb unserer Buttons generieren und natürlich das korrekte Positionieren unserer einzelnen Icons über Weite 100% und vor allem Pointer-Events, None, damit wir später nicht aus Versehen auf eins dieser Bilder klicken, sondern immer auf das Button-Element. In dem Moment, wenn ich das speichere, passiert hier erstmal nichts, weil die haben sich korrekt verändert. Was wir jetzt aber machen können, ist das alles noch ein bisschen zu optimieren. Und zwar das erste, was wir hier optimieren wollen, ist die Weite und Höhe unseres Buttons abhängig zu machen von unserem Parent-Element, also Weite, Höhe, Inherit. Das bedeutet, wenn ich jetzt unserem Parent-Element Weite und Höhe gebe, werden unsere Buttons ebenfalls genauso groß. Wenn ich jetzt allerdings unserem Parent-Element zum Beispiel Red gebe als Hintergrundfarbe, sehen wir, dass unser Parent-Element eigentlich nur so groß ist wie unser erster Button. Das bedeutet, wir müssen unsere drei Buttons positionieren. Das machen wir mit Position Absolute und stapeln die so übereinander. Aber wir sehen, sie sind jetzt oben in der linken Ecke unseres Bildschirms positioniert und das ist falsch. Wir müssen nämlich jetzt dafür sorgen, dass sie unser Parent-Element, also Like-Button, als Ausgangspunkt nutzen. Jetzt sind alle unsere drei Buttons korrekt gestylt und übereinander gestapelt in unserem Parent-Element. Wir können jetzt hingehen und unsere drei Buttons noch ein bisschen verbessern. Und zwar können wir einmal eine Animation darauf definieren, nämlich Transition 150 Millisekunden Ease All. Und jetzt können wir dafür sorgen, dass zum Beispiel bei einem Mouse-Over, also wenn ich mit der Maus hier reingehe, das korrekt gestaltet wird. Dafür sagen wir einfach und Hover und Fokus. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier rübergehe, selektieren wir unseren obersten Button. Was wir aber auch machen wollen, ist die Tastaturbedienbarkeit zu erkennen. Deswegen definiere ich mir hier Fokus Visible mit einer Outline. Und wenn ich jetzt unser Element selektiere, wird es korrekt angezeigt. Wir können es aber noch optisch verbessern, indem wir ein Outline Offset hier oben definieren und wenn ich jetzt unseren Button anspreche, sehen wir die Border ein bisschen deutlicher und wir sehen jetzt dreimal dieselbe Border, weil alle unsere drei Buttons übereinander liegen.
Damit sind wir auch schon fast am Ende. Was wir jetzt aber noch machen können, ist zu sagen, wenn wir ein Element fokussieren, dann soll dieses Element Z-Index 3 bekommen, also sich über alle Elemente drüberlegen. Und was wir jetzt hier machen können, ist, in dem Moment wollen wir auch den Hintergrundfarbe komplett deckend machen. In dem Moment, wenn ich jetzt mit Tab hier durchgehe, sehen wir, dass immer das Element bzw. der Button selektiert wird, der auch wirklich ganz oben liegt. Das können wir jetzt abspeichern und erstmal so lassen, weil jetzt kommt der eigentlich spannende Part, nämlich wie wir die Frage beantworten, wie können die Buttons so rausleiten? Das können wir aktuell noch nicht, aber das ist das nächste Kapitel. Um unsere Animationen verstehen zu können, gucken wir uns jetzt hier noch einmal unser Template an. Wir haben drei verschiedene Buttons. Jeder dieser Button hat von uns eine Klasse bekommen, nämlich Thumbs Down, Heart und Thumbs Up. Diese drei Klassen können wir benutzen. In CSS können wir unserem Button zum Beispiel diese drei Klassen hinzufügen und zum Beispiel Thumbs Up, Thumbs Down unsichtbar machen und Heart ein Border Radius geben. In dem Moment sehen wir, dass wir hier jetzt einen schönen Button erzeugt haben. Um jetzt unsere Animation zu bauen, müssen wir unserem Like-Button etwas hinzufügen. In meinem Fall nämlich zwei Zustände, nämlich einmal Mouse Over und Focus Within. Hier drin selektieren wir jetzt einfach nur noch unseren Button und sagen zum Beispiel, dass in dem Moment, wenn der Fokus auf Hover bzw. Focus Within liegt, wollen wir unsere Heart-Klasse Border Radius 0 geben. In dem Moment, wenn ich jetzt mit der Maus hier rüber gehe bzw. mit Tab einen unserer Childs auswähle, sehen wir Focus Within und auch natürlich Hover funktioniert. Jetzt können wir unsere Klasse einfach nochmal wieder sichtbar machen, indem wir Opacity 1 für Thumbs Down und Thumbs Up definieren und wir sehen, in dem Moment, wenn ich hier rüber gehe, sind alle unsere drei Buttons sichtbar. Für die weitere Animation müssen wir Thumbs Up und Thumbs Down jeweils einzeln ansprechen und sagen, bei Thumbs Down würden wir gerne Translate minus 100% und bei Thumbs Up würden wir gerne Translate plus 100% einsetzen und wenn ich jetzt mit der Maus hier rüber gehe, sliden unsere beiden Buttons so raus. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir hier oben Focus Within genutzt haben, können wir jetzt mit Tab unsere einzelnen Elemente hier drin selektieren und alle Elemente bleiben offen, obwohl wir mit der Tastatur etwas auswählen und nicht mit der Maus innerhalb unseres Elementes sind. Wir können jetzt zusätzlich noch sagen, dass unser Border Radius, das wir ja auf unser aktuelles Heart gesetzt haben, auch durchgereicht wird, wenn unsere anderen Elemente sichtbar sind. Hierfür definieren wir einfach Thumbs Up, Thumbs Down auf unsere Ursprungsklasse und definieren uns Border Radius mit 0, 0.5, 0.5 und 0. Das ist einfach oben, links, unten, rechts. So kann man sich das vorstellen. Und wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier rüber gehe, haben wir genau außen ein Border Radius und innen gestochen scharfe Kanten. Was wir jetzt auch noch machen können, ist in dem Moment, wenn wir hier drin sind, das Ganze ein bisschen zu verbessern, weil unsere Animation ist soweit korrekt. Wir können jetzt aber noch ein bisschen Abstand hier zwischen erzeugen. Dafür bauen wir uns jetzt einfach eine Border Left bzw. Border Right ein. Und wenn ich jetzt mit der Maus hier rüber gehe, sehen wir, haben wir hier so eine schöne kleine Border dazwischen. Das sieht doch wunderbar aus. In dem Moment haben wir unsere Grundstyling-Funktion definiert. Was wir jetzt allerdings noch brauchen, ist den Zustand, dass wir auch etwas selektieren und fokussieren können und das Ganze dann später korrekt einsetzen. Für die Interaktivität unseres Buttons brauchen wir ein bisschen JavaScript. Das erste, was wir hier machen, wir selektieren über Query Selector All alle unsere Buttons, die aktuell in unserem Document existieren. Als nächstes benutzen wir eine ForEach-Schleife, um jeden einzelnen Button zu selektieren. Als nächstes benutzen wir einen weiteren Query Selector All auf ein Button-Element innerhalb unseres eigentlichen Buttons. Das ermöglicht es uns, das effizientere Durchsuchen nach all unseren Child-Buttons, egal wie viele das sind. Weil wir ja generell nicht wissen, wie viele Inner-Buttons existieren, können wir mit Hilfe einer ForEach-Schleife alle unsere Buttons auswählen und jedem unserer Buttons einfach einen Event-Listener auf Klick hinzufügen, wo wir unser Event übergeben. Als nächstes selektieren wir unser Target aus unserem Event und fügen einfach über .classList.add die Klasse Active hinzu, wenn wir auf unser Button klicken. Wenn ich das jetzt auswähle und zum Beispiel hier auf unseren Heart-Button klicke, sehen wir, dass hier unten in unserem HTML unser Heart-Button jetzt die Klasse Active erhalten hat. Wir können jetzt also unsere Klasse Active in CSS ansprechen und zum Beispiel dafür sorgen, dass wir eine Hintergrundfarbe vergeben, dass unser aktives Element Z-Index-mäßig immer im Fokus steht, Opacity 1 erhält, also immer sichtbar ist, Border None und Border Radius allerdings 0.5. In dem Moment ist unser Element jetzt selektiert und wenn ich jetzt hier reingehe und zum Beispiel unser
Thumbs Up Button selektiere und rausgehe, sehen wir, dass unser Thumbs Up Button ganz oben sichtbar ist. Und wenn ich jetzt hier reingehe, ist immer noch der Thumbs Up Button ganz oben sichtbar, weil wir haben ein Problem. Hier unten sehen wir nämlich jetzt, dass alle unsere drei Elemente aktiv haben. Das sollten wir natürlich verhindern. Um dieses Problem zu lösen, müssen wir innerhalb unseres Events unseren Active Button suchen. Diesen suchen wir über button.querySelectorAll und dann suchen wir die aktive Klasse. In dem Moment wissen wir also, wenn eine aktive Klasse existiert, müssen wir etwas machen. In dem Fall nehmen wir nämlich eine Condition, sagen, okay, es gibt einen aktiven Button und entfernen hier die Klasse Active über .remove auf ClassList. Am Abschluss fügen wir unserem neuen Target natürlich wieder Active hinzu und in dem Moment speichere ich das Ganze ab. Wenn ich jetzt unser Hard auswähle, ist unser Hard selektiert. Wenn ich allerdings jetzt Thumbs Up auswähle, ist unser Hard nicht mehr selektiert. Je nachdem, was ich jetzt hier auswähle, wird es korrekt zugewiesen. Wir haben hier allerdings noch einen Fehler. Ihr seht den Border Radius, der sich noch nicht korrekt verhält und immer quasi Border Radius 0.5 annimmt. Das müssen wir noch korrigieren. Um dieses Problem zu lösen, müssen wir einfach nur innerhalb von unserem aktiven Zustand, den wir hier oben ja definiert haben, zwei weitere CSS-Properties setzen. Und zwar bekommt ThumbsDown und ThumbsUp jeweils einen zusätzlichen Selektor, nämlich .active, also wenn die aktive Klasse auf diesen Button vergeben wurde. Und hier revidieren wir unseren Zustand BorderRadius, sondern setzen wieder den ursprünglichen BorderRadius-Zustand, den wir auch hier unten bzw. hier vergeben haben. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, mit der Maus über unseren Button gehe und das hier korrekt auswähle, sehen wir, dass alles sich jetzt korrekt verhält und wir einen wunderbaren Effekt haben, der genau das macht, was ich am Anfang des Videos gezeigt habe. Ihr könnt das natürlich komplett dynamisch anpassen, ihr könnt da unzählige Buttons reinschmeißen. Es wird in der Regel funktionieren. Schreibt doch mal in die Videokommentare, wie euch das Video gefallen hat, ob es euch helfen konnte und was ihr euch in Zukunft wünscht. Ansonsten bis nächste Woche, bis dahin viel Spaß und ciao.